Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir einen alten Mann glücklich gemacht, indem wir uns als Katz verkleidet haben. Da sind wir nach Mitsuo gegangen und haben ein Gespräch mit diesem Großvater von China gehabt. Ja, nicht viel passiert. Und ja, wir gehen jetzt. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich in den letzten Folgen war, ob ich zu diesem Zeitpunkt schon da war. Wenn die Reise beendet ist.何このところで誘われてんの。あっち行きな。あんたがいると、おちょち考え事もできやしない。この旅が終わった後のことを考えてみな。やっぱな。うるさいね。で、どうすんのよ、お前は。私は、私たち瑞穂の民は、テスアラにはいられなくなるだろうね。 国王の命令に逆らっちまったな。もともと瑞穂の民は根なし草だって言うし、どこか住みやすい土地に行って静かに暮らすさ。行くことはねえよ。え？お前たちの居場所ぐらい俺がなんとかしてやる。俺にだってそのぐらいのことはできるだろ。ゼロス。あの熱血バカの病気がうつっちまった。やだやだ。信じて。 Ja. War ein Idiot mit Einfluss. Muss man sagen. So. Wir können trotzdem noch mal bei vorbeischauen. Ich bin Katzner. Ich glaube, in OZ waren wir auch schon. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir zu diesem Zeitpunkt schon an den ganzen Orten waren. Und da macht mich vollkommen kirre. Näh. Näh. Aber anscheinend gibt es hier immer noch nichts zu tun. Mal schauen, mehr Charakterentwicklung vor Perseia. Los. Ich muss mal kurz meinen Lobschutz hier ein bisschen richten. Und ich hoffe, mein Mikrofon ist nicht rausgegangen. Ja, ist es nicht. Okay. Alter, ist das Haus. So, ich glaube, Tabata. Ich bin mir noch nicht sicher. War die wirklich tot oder? Ich meine, die war noch am Leben. Er hat Tabata verletzt. Also muss sie ja irgendwo hier sein. Nur wo? Hey, wie weiß man, wenn wir mal hier nach Altamira oder Flanor gehen, da müssen wir, glaube ich, sowieso als nächstes hin, ne? Das heißt, wir müssen, aber ich gehe einfach jeden Ort hier ab. Und dann müssen wir ja noch Silverrond alles abchecken. Stimmt. Flanor, bla. So, mach mal so. Dann gehe ich irgendwann noch mal die ganzen Höhlen ab und so. Das mit Maxwell, das will ich auch mal ausprobieren hier, so auf die gleiche Weise rufen wie Dingens. Boah, wie ist der, oh, der Vogel? Aska. Und ja. Ich zweifle zwar, das klappen wird, aber egal. Ich bin Katz, hi. Da muss ich auch noch die ganzen Waffen hier finden. Von denen mir, glaube ich, noch 3 oder 4 fehlen. So, übernachte mal hier, wird bestimmt was bringen. Oh, nicht mehr, okay. Gerade in diesem Moment habe ich mal gedacht, es kommen ja unendlich viele Skits bei Übernachtungen, aber nö, jetzt nicht mehr. Ja, es gibt nur einen Arzt in der Stadt. In einer frostig kalten Stadt, wo wahrscheinlich jeden Tag nicht mal erkältet ist. Das ist produktiv. Ein nächtlicher Kirchenbesuch, das ist ein richtig Mann, schade. Ja, irgendwie ist hier immer nachts. Warum hat die mich überhaupt darauf angesprochen? Habe ich irgendwie was gesagt, dass ich zur Kirche will? Ich bin Atheist! Die Leute kommen mir auf Gedanken. Wie diese ganzen Pokémon-Trainer. Oh, meine Unterhosen sind so schön gemütlich und so. Und die halten mich warm. Oh, was starrst du mich so an? Blag! Hey, wie spät ist es? So behämmert, ey.
Was für Kampfanfragen es gibt, ey. So, hi. Das ist immer noch nicht zurück. Warte mal, was? Ach ja, der ist ja bei Dingens. Der ist aber Altessa, ich Idiot. Stimmt, wo ist er nochmal? Ja, bei Altessa. Und wo ist der? Ich sehe ihn irgendwie nicht da, wo ich ihn sehen will. Ich habe auch eine Menge Geld. Ja, ne, ich könnte in Luin ein bisschen Geld investieren. Ne. 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 Den Katz, hi. Sprich mit mir. So. Ah, da gibt's was zu tun. Ja, komm schon, Mama, schnell! Ah, schon gut, Liebling, kein Grund zur Eile. Es gibt's interessant zu sehen, Zellos. Ach nur diese Statue, sie ist wirklich sehr beeindruckend. Ach so. Lloyd? Ach, vergiss es. Spinner. Was ist, sag schon. Es ist nichts, vergiss es. Ja, naja, wenn du meinst. Vielleicht eines Tages. Hä? Hast du was gesagt? Hör auf zu fragen, geh mir weiter. Meine Zehen sind schon ganz taub. Meine auch. Ein Gespräch. So. Was irgendwann später vielleicht, hä? Mein Gott, du siehst aus wie aus Gintama hier. Elisabeth. Es ist ja toll, aber es hat so viel Energie, das ist wirklich anstrengend. Pac-Man. Schneeskulptur ist total cool. Ja, das ist auch Pac-Man. Wunderkoch. Yeti. Einfach nur Yeti. Du hast einen geilen Afro. Ah. What? Fingersträne, okay. Es gibt ja noch aktuelle Waffen? Habe ich irgendwie Mist ausgerüstet oder was? Ja, ne. Habe schon neue Sachen und so, glaube ich, ne. Durch der Hydra. Ja, da habe ich auch, deswegen habe ich bei Mythos Yggdrasil irgendwie voll wenig abgezogen. Anscheinend tut er gar nichts. Und mit Prismenregen oder wie auch immer das nochmal hieß. Also ja. Was soll's. Aber er ist besiegt. Das war zwar nicht so die feine Art, aber er wurde besiegt. Ich meine, ich habe doch schon alles hier geguckt, ne? Ja, was soll's, kauf mal neue Sachen. Los, geiler Afro-Man. Gib mir... Ich habe genug Asche gerade. Weil es echt hier aktuelle Waffen gibt. Ja, ich muss mal angewöhnen. Edelpanzer, warum nicht? Sakralrohe, Edelhelm, Edelhandschuhe. Ja, Bams. So, dann haben wir. Ich hab schon längst wieder vergessen, was ich gekauft habe. Dinge jetzt hier für Asura. Ja, noch irgendwas hier. Wow. Ja, wow, der ist richtig stark. So, dann Edelbrustpanzer war das, ne? Oder Edelpanzer. Ja. Und Edelhelm, ne? Ja. Ja, komm. Obwohl Intelligenz, lass mal den noch. Dann komme ich irgendwann wieder durcheinander. Und Edelhandschuhe wandert, ne? Ja. Oh. Lass mal. Sag mal alles hier. Also so aktuell wie möglich ausrüsten am besten. So, was hast du noch? Ausrüstungsanpassung, genau. Blitzaxt. Verdammt! Schwarzes Silber. Nein. Danke, ihr Helden, ja. Gerade gegen Material. Wow, was zum... Schwarzes Silber. Ah. Ich will am liebsten so viel Grad wie möglich haben, hallo?
Wird schon irgendwo schwarzes Silber finden, hallo. Irgendwann später vielleicht. Okay, bis jetzt ist nicht viel passiert. Aber egal. Sind ja irgendwelche neuen Sachen. Schwarzer Ohr. What? Diese Dinger rüste ich irgendwie nicht gerne aus. Ich weiß auch nicht wieso. Da kommt mir irgendwie so geschummelt drüber. Wo jeder könnte eigentlich hier so ein Ding ausgerüstet bekommen. Dann würden die Werte voll in die Höhe steigen. Aber trotzdem. Ein bisschen will ich ja nochmal in Luin investieren. Und schon im Flanor, da wird es dann auch irgendwas geben. Egal. Na, okay. Das ist jetzt schwer, ist bei dem Tempel. Würde ich sagen, Altamira ist der nächste Ort, ne? Na? Hm. Ganz anderes Flair. Flair Noir, oder was? So, hier gibt es nichts mehr zu tun anscheinend. Oder ich habe es verpasst. Kann auch sein. Ja, mit der Brücke soll ich auch erst später machen. Weil ich Dingens, also mit Gennis, den schwarzen Mann und der Brücke hier... Soll ich auch später machen, weil dann ich eine doppelte Belohnung oder irgendwie so bekomme. Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt irgendwann mal mache, weil irgendwie finde ich die Mission voll nervig. Ich meine, ich hatte auch irgendwie so richtig Probleme da. Ist schon ein bisschen her, aber trotzdem. So, dann. Entschuldigung, Altamira. Entschuldigung, Altamira, immer noch. Ja, ich gehe lieber so, komme ich irgendwie besser klar. Oh, das war knapp. Dann Jeren. Muss es auch irgendwann geben. Also bis jetzt gab es in jeder Stadt fast irgendwas zu tun, außer in Sybak. Obwohl, da waren wir ja eigentlich schon, ne? Ja, okay, dann nehme ich. Dann eben nicht. Alter Meer, ein Paradies der Meere, ja. Oh, sehr gut. Mary, yo, Beth, Diana. Seid ihr. Wo seid ihr alle? Stimmt etwas nicht? Meine Töchter sind nicht da. Was soll ich nur tun? Leute, helfen mir, sie zu suchen. Klar, das ist bestimmt nervt. Klar. Danke, Leute. Sie haben doch Altamira nicht verlassen, oder? Doch. Nein, bestimmt nicht. Also gut, machen wir uns auf die Suche nach ihnen. Okay. Ein Katzwitze-Shop finden. Kann ich eine Expedition starten oder irgendwie sowas? Ja, ne? Dafür sind die doch irgendwie da. Warum richtet die sich nicht an denen? Na, wollen wir duschen? Ich frage mich, wo die umkleiden Kabinen sind. Ich kann jetzt kaum warten, mich in die Fluten zu stürzen. Okay. Was? Ich dachte, da hat sich was bewegt. Jetzt mit einem Getränk. Oder lieber etwas zu essen? Ja, gib mir was. Aber ich kann ja nichts auswählen. Also nein. Oh, ihr sucht nach uns? Die anderen sind sicher noch nicht zurück. Ich glaube hier, bis die anderen zurückkommen. Ja, bist du denn drauf? Jetzt muss ich euch auch noch eine Reihenfolge finden, oder was? Du bist doch auch einer, ne? Mama sucht mich? Okay, ich gehe wieder nach Hause. Obwohl ich schon beeindruckt bin, dass ihr bemerkt habt, dass ich ein Mädchen bin. Ja, haben wir. Blaues Wasser, weißer Sand. Es ist so malerisch. Okay. Hey, Mary, die will ja aus irgendeinem Grund erst als letztes hinkommen. Oh, er ist eine Egoistin. Hi, na? Ich muss sagen, wirklich schönes Wetter. Was für ein Kind sagt denn sowas, ey? Na. Vielleicht sind einige auch im Dingens hier, im Freizeitpark. Aber da ist nächstes. So. Na? Jetzt mir erstmal ein Altamira? Nein. Blub, blub, blub. Dann gehen wir zum Freizeitpark oder Vergnügungspark. Yay! Ich bin sogar passend gekleidet irgendwie. Hab ich so das Gefühl. Ja, ich bin Katzen, du bist Mund. Hallo, das ist der Vergnügungspark. Hi, du siehst aus wie. Ja. Was? Mama sucht mich? Okay, ich gehe zurück. Keine Sorge, ich bin selbst zurück. Okay. Was mit dir? Super, hier wird einem echt was geboten.
Ja, einen schönen Tag. Mau. Ja, das Riesen, wenn du damit fahren möchtest, fragt den Mann, der da vorne steht. Schwarzfahren, ja. Dann nicht. Dann nicht, dann eben kein Verbrechen. Ich bin froh, dass die Kinder so viel Spaß haben, obwohl ich ja etwas müde bin. Wie eine Typ. Ja, machen wir mal. Ich bin Katz in der Luft. Ich sollte mal ein paar so Kinder suchen, naja, aber egal. Yay. Sehr schön. Keine Ahnung. Jetzt weiß ich, warum man diesen Job so viel verdient. Ja, es macht Spaß. Nein, nein. Waren wir schon mal. So, ich wollte schon sagen, ist da drin, ne? Und von diesen Kindern. Hey, wie sieht's mit dir aus? Was ist los? Hast du dich verirrt? Oh Mann, und was jetzt? Ja, wie, was jetzt? Was ist los? Hast du dich verirrt? Ma. Du, hilf mal. Dein Bruder? Hallo? Ja, wenn man lernt, wieder mit den anderen Kindern, wird man bald auch nicht sehen, ja. Hallo, ich bin Katz. Wie kannst du nur traurig sein? Wie kannst du sagen? Ach, komm schon. Ja, okay, dann weiß ich nicht, mit der Mutter reden vielleicht. Auserwählte, kennt ihr den Auserwählten? Kennst du Riegel? Dann nicht. Weiß ich nicht, dann gehen wir nochmal zurück wahrscheinlich. Steht auch immer noch hier. Warum macht es mir so schwer, Kinder? Ah! So. Eigentlich reden wir mal mit der Mutter. Die irgendeine blendende Idee hat. Hier sind wir noch nicht. Sie ist noch nicht zurückgekommen. Sie ist ein bisschen eigensinnig. Es könnte also sein, dass sie mehrmals ansprechen müsst, bis sie zurückkehrt. Was sagst du mir jetzt erst? Wahrscheinlich, wenn ich dann mit den Eigen geredet habe, muss ich nochmal zurückgehen, ne? Mary ist die letzte, ne? So, du kleines Bike. Gerade eben habe ich gedacht, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Danke. Boah, ja, hat ein Anregungsversuch irgendwie gefehlt. Aha. Gehen wir nochmal zurück und holen uns noch weitere Tipps. Diesen kleinen Läger an ihr. Deswegen sind Kinder in Videospielen meistens immer nervtötig. Außer sie sind so awesome, so wie Genis und Perseia. Die ja eigentlich nicht mehr so Dingens ist. So jung. Da bist du. So heißt, mir wird schwindelig. Die meine Töchter schon gefunden, ich mache mir Sorgen um sie. Töchter, ja, okay. Okay, was zum Teufel muss ich bei den Kleinen machen? Mary, was, wenn du mal nach Hause gehst? Na? Ma! Was ist jetzt mit der einen hier? Muss irgendwas voll Simples, mit irgendeinem Charakter muss ich die ansprechen, ne? Hallo, das können wir in der Folge noch schaffen. Oh. Und
Backe wehgetan. Wie geht das denn? Ah, Colette. Wenn ich jetzt mal einen anderen mal ansprechen. Alright, bei dir klappt es auch bestimmt, ne? Mann! Was muss ich denn bei ihr machen? Ich bin krass, bewundere mich. Ja, wie soll ich denn jetzt darauf kommen, was ich jetzt machen soll, hallo? Ja, das ist schon wieder ein Nervtöten, ja. Das ist ja für uns nachts geschlossen ist. Ja, wir haben ja in die Nachts. Ja, keine Ahnung, was müssen wir jetzt machen? Ja, ich spuck Feuer, na? Das ist awesome. Auf traurig zu sein. Okay, ich würde sagen, ich beende den Part aber hier und wir sehen uns in der nächsten Folge für Let's Play Terraforming Mars Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.